Mit dem kommenden Aquaman and the Lost Kingdom will man die Erfolgsgeschichte des Franchise fortführen. Nachdem der erste Teil über 1 Milliarde US-Dollar eingespielt hat, ist das natürlich mehr als verständlich. Bis zum Release ist es zwar noch eine ganze Weile, aber dafür freuen wir uns über neues Bildmaterial zum Sequel. Da wäre zum einen ein Bild der beliebten Hauptfigur Arthur Curry alias Aquaman. Dieser trägt im kommenden Film neben seiner typischen Bekleidung auch einen komplett neuen Anzug, der deutlich dunkler ist. Passend dazu schreibt Jason Momoa auf Instagram: Zweite Runde, neuer Anzug, mehr Action. Das hört man als Fan natürlich gerne und viele stellen sich die Frage, was es mit diesem Anzug auf sich hat. Das schicke Design bringt nämlich eine praktische Funktion mit sich, die den Träger unsichtbar werden lässt. Da vermuten wir natürlich, dass der Protagonist im kommenden Sequel zumindest phasenweise subtil und unauffällig vorgehen muss. An dieser Stelle wird momentan viel spekuliert, gerade im Zusammenhang mit dem Unterwasserkönigreich Necros, das bei der Handlung des zweiten Teils im Mittelpunkt stehen wird. Lassen wir uns überraschen. Arthur Curry ist aber nicht der Einzige, der mit einem neuen Aussehen punkten kann, denn auch die Seite der Bösewichte bringt Neuigkeiten mit sich. Auf einem Bild, das Regisseur James Wan gepostet hat, sieht man Schauspieler Patrick Wilson in seiner Rolle als Ocean Master. Auf den ersten Blick könnte man meinen, man sieht ein Aufeinandertreffen von James Wan und Robinson Crusoe. Aber es handelt sich dabei tatsächlich um Wilson. Aber Spaß beiseite, der Grund für die Verwahrlosung ist noch nicht so recht klar. Vielleicht hat es etwas mit dem Fokus auf Horrorelemente im kommenden Teil zu tun. Auch hier lässt sich nur ins Blaue hineinspekulieren. Aquaman and the Lost Kingdom erscheint am 15. Dezember 2022 in den deutschen Kinos. Seit knapp 2 Wochen begeistert der Spider-Man No Way Home Teaser Fans auf der ganzen Welt. Das dürfte vor allem an der Rückkehr vieler altbekannter Gesichter liegen, die wir aus dem Teaser erahnen können. Darunter sind der grüne Kobold, Lizard, Sandman, Electro und natürlich Doc Ock. Sie alle sollen gegen die Spider-Man von Tom Holland, Tobey Maguire und Andrew Garfield antreten und den Fans ein wahres Multiversumsspektakel liefern. Während die vielen Bösewichte größtenteils bestätigt sind, gibt es auf der Seite der Guten noch immer keine Bestätigung des Spider-Man-Dreiergespanns. Vor allem Garfield hat im Happy Sad Confused Podcast eine Beteiligung bei No Way Home in der Vergangenheit verneint. Auch in einem neuerlichen Gespräch mit Variety rückte der 38-Jährige nicht von seinem Dementi ab. Er beteuerte nochmals ausführlich, dass er selbst Fan sei und die Vorstellung von gleich 3 Spider-Man ihm wahnsinnig gut gefalle. Es sei ihm aber auch wichtig zu betonen, dass er in keiner Weise an dem Film beteiligt ist. Außerdem sei es egal, was er sagt, denn entweder werden viele Fans sehr enttäuscht sein oder es wird für sie sehr aufregend. Ist das nun die endgültige Absage, die viele Fans nicht erwartet haben? Wir glauben Garfield natürlich kein Wort, denn während es zu Beginn der Gerüchte noch wie eine Traumvorstellung galt, dass man 3 Spider-Man sehen wird, gilt es mittlerweile als so gut wie sicher. Vor allem, weil Hinweise auf die Gegenspieler von Garfield und Maguire ja bereits im Teaser auftauchten. Außerdem ist kurz nach dem Interview mit Variety ein Video aufgetaucht, das Garfield angeblich beim Dreh von No Way Home zeigen soll. Wie seht ihr das? Ist ein Auftritt von Tom Holland, Tobey Maguire und Andrew Garfield eine sichere Sache oder lässt euch die Aussage von Garfield daran zweifeln? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Die riesige Rick-and-Morty-Fangemeinde staunte nicht schlecht, als sie im neuen Teaser für die 5. Staffel plötzlich Christopher Lloyd sah. Klar, Rick und sein Begleiter Morty sind ohnehin lose Adaptionen von Doc Brown und Marty McFly aus dem Zurück in die Zukunft-Franchise, aber dass man nun Lloyd als Live-Action-Rick zu Gesicht bekommt, ist eine echte Überraschung. Neben ihm zu sehen ist S-Star Jaden Martell als Morty und eine reguläre Gewürzgurke als Pickle Rick. Aber Spaß beiseite, viele Fans fragen sich natürlich, was es damit auf sich hat. Da der Tweet vor dem Staffelfinale ohne jeglichen Kontext gepostet wurde, weiß man nicht, ob es sich nur um einen cleveren PR-Stunt handelt oder ob der Teaser vielleicht sogar einen Hinweis auf das Finale offenbart. Die einzige Zusatzinformation ist C132, was für eine der Parallelwelten aus dem Rick-and-Morty-Universum steht. Möglicherweise ein Universum, in dem die Figuren von echten Schauspielern verkörpert werden? Findet es selbst heraus, denn seit dem 6. September ist die komplette 5. Staffel abrufbar. Seit Januar 2019 arbeitet man bereits an Mission Impossible 7. Seitdem hört man vor allem aus einem Grund von dem Projekt, wegen diverser Verschiebungen des Starttermins. Um euch die Wartezeit von über einem Jahr etwas zu verkürzen, fassen wir für euch kurz und knapp alles zusammen, was bisher über den 7. Teil bekannt ist. An erster Stelle steht der Cast. Große Überraschungen gibt es an dieser Stelle nicht. So werden wir beispielsweise Tom Cruise als Ethan Hunt, Ving Rhames als Luther Stickwell, Simon Pegg als Benji Dunn, Rebecca Ferguson als Ilsa Faust, Vanessa Kirby als Alana Mitsopoulos
und viele weitere auf der Leinwand sehen. Eine besondere Rückkehr feiert Henry Cherney als Eugene Kittredge, denn seine Figur hat man seit dem ersten Teil aus dem Jahre 1996 nicht mehr zu Gesicht bekommen. Hinter der Kamera sorgt wieder Christopher McQuarrie als Regisseur und Drehbuchautor gemeinsam mit seinem Team für die Umsetzung. Zur Story gibt es zwar noch keinerlei Hinweise, dafür haben wir bereits Einblicke in die atemberaubenden Stunts des Action-Blockbusters bekommen. Das absolute Highlight dabei ist ein Motorradsprung, bei dem sich Hauptdarsteller Tom Cruise natürlich höchstpersönlich eine riesige Klippe hinunterstürzt. Er selbst spricht dabei vom gefährlichsten Stunt seines Lebens, was sicherlich keine Untertreibung des 59-Jährigen ist. Wir halten euch zu kommenden Neuigkeiten zur Mission Impossible natürlich auf dem Laufenden. Das Startdatum am 29. September 2022 liegt ja leider noch nicht in greifbarer Nähe. Es ist nicht das erste Mal, dass Sony den Start des kommenden Venom Let There Be Carnage verschiebt. Diesmal müssen sich Fans aber nicht länger gedulden, sondern können den Film bereits früher im Kino sehen. Wie Variety berichtet, wurde der US-Start auf den 1. Oktober 2021 verschoben. Der Grund dafür dürfte der Erfolg des kürzlich erschienenen Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sein, denn Marvel erzielte in den ersten Tagen ein stattliches Einspielergebnis von knapp 90 Millionen US-Dollar. Kein schlechtes Sümmchen für ein Filmrelease in Zeiten der Pandemie. Ähnliches erhofft sich nun auch Sony, denn natürlich möchte man einen ähnlichen Erfolg verbuchen wie für den Vorgänger. Zwar hat die kürzlich verkündete US-Altersfreigabe ab 13 nicht bei allen für gute Laune gesorgt, aber der Hype um die Comic-Verfilmung ist nach wie vor riesig. Wir freuen uns auf das Aufeinandertreffen zwischen Carnage und Venom und blicken gespannt auf das neue Release am 1. Oktober. Auch deutsche Fans sollten von dem frühen Startdatum profitieren, denn es gilt als wahrscheinlich, dass auch die internationalen Releases noch angepasst werden. Vor 16 Jahren erschienen Mr. und Mrs. Smith mit Brad Pitt und Angelina Jolie in den Kinos. Der Film setzte nicht nur den Grundstein für die Beziehung der beiden Stars, die später unter der Bezeichnung Brangelina Welt bekannt wurde, sondern war auch eine unterhaltsame Action-Romanze. Ziemlich überraschend hieß es dann Anfang des Jahres, dass man eine Mr. und Mrs. Smith-Serie unter der Leitung von Showrunnerin Francesca Sloan plane. Auch die beiden Hauptdarsteller standen schon fest. Mr. Smith sollte von US-Rapper und Schauspieler Donald Glover verkörpert werden, während das weibliche Gegenstück Phoebe Waller-Bridge zuteil werden sollte. Wie Deadline nun vor wenigen Tagen berichtete, hat Waller-Bridge unvermittelt das Projekt verlassen. Der Grund dafür sollen kreative Differenzen mit ihrem Schauspielkollegen Donald Glover gewesen sein. Wie es heißt, sollen die beiden sich zumindest freundschaftlich getrennt haben. Die monatelange Entwicklung der Serie kommt nun also plötzlich ins Stocken und es liegt nun an Sloan und Glover, schnell einen adäquaten Ersatz zu finden. Anders sieht es bei Waller-Bridge aus, denn sie dürfte durch die Dreharbeiten von Indiana Jones 5 momentan keine Langeweile haben. Ob die Serie nun immer noch fest eingeplant ist oder ob man sich vielleicht sogar dazu entscheidet, das Projekt einzufrieren, steht momentan in den Sternen. Genauso wie ein mögliches Startdatum. Wenn ihr noch nicht genug von hochkarätigen Filmen der nahen Zukunft habt, können wir euch natürlich unser neuestes Kinocheck Original vom vergangenen Mittwoch ans Herz legen. Hier erfahrt ihr den aktuellen Stand eurer kommenden Lieblingsfilme und seid somit für das Kinojahr 2022 bestens gerüstet. Mit dabei sind unter anderem Morbius, The Batman, John Wick 4 und viele andere. Außerdem dürft ihr euch natürlich nicht den brandneuen Trailer zu Matrix 4 auf unserem Kanal entgehen lassen.